wieder zurück im Markt ist mit Lithium-Ferrum-Akkus anstelle der gewöhnlichen Bleigel-Akkus, haben wir uns ganz besonders gefreut, die neuen Modelle Ihnen vorstellen zu können. Und wir sind, muss sagen, wir sind sehr begeistert. Erstmal vom Design her wesentlich verbessert. Nach wie vor die bewährte Kantenmähtechnologie, das heißt, dass die Räder über oder dass das Messer über die Räder hinaus mäht. Das ist geblieben, das ist perfekt. Dann haben wir, wie bei Robomo üblich, jetzt meckert er, weil man ihn hochhebt, Sicherheit und so. Geblieben sind die robustesten Messer, glaube ich, im ganzen Rasenroboter-Segment. Da haben wir ein Tool zum Wechseln der Messer, das muss ich jetzt nicht vormachen, man drückt einfach hier drauf. Setzt das an, drückt drauf und dann kann man das Messer abziehen und wieder reinklipsen. Hier haben wir einen Messerschutz, das heißt, das Messer läuft in einem geschlossenen Messerkorb. Drehbare Räder und wie gesagt, die robustesten Messer. Die Maschine hat 200 Watt, das ist für dieses Preissegment wirklich hervorragend und man wird für 1100 Euro nichts Besseres finden, das ist einfach so. Des Weiteren haben wir hier ein neues Display, hatte man bisher ein normales Display, wo man Wochentage einprogrammieren kann. Ist bei diesem Gerät es so, dass man die Quadratmeterzahl einstellt und der Roboter sich selbst errechnet, wie oft er diese angegebene Quadratmeterzahl von maximal 400 Quadratmetern eben mäht. Das heißt, es ist nochmal ein Schritt in Richtung Einfachheit. Man kann natürlich dann zusätzlich die Intensität noch erhöhen. Werkseingestellt sind 100%, man kann es bis 150% erhöhen, dann wird er einfach die Fläche öfters mähen. Und man kann im internen, in erweiterten Einstellung dann noch einmal erhöhen, dass er diese ganze Fläche nicht nur zweimal die Woche, wie es werkseitig eingestellt ist, sondern jeden zweiten Tag mäht. So hat man trotz der Vereinfachung des Displays immer noch die komplette Option, dass der Mäher sehr häufig läuft. Wie gesagt, Bedienung ist nach wie vor recht einfach. Wir haben diesen extra Kantenmähmodus, der bei, ach ich habe ihn jetzt ausgeschaltet, dann geht natürlich nichts. Wie gesagt, wir haben hier die An-Aus-Taste, damit kann man ihn sicher stoppen. Dann hört man die Melodie. Hier haben wir eine Stopptaste, die jetzt nach und nach als EU-Richtlinie in den nächsten Jahren bei allen Robotern durchgesetzt wird. Zum Einstellen haben wir hier die Einstellungstaste. Bestätigen mit OK, einstellen mit den Plus- und Minus-Tasten. Hier sieht man noch zum manuellen Start, wenn man ihn also wie jetzt auf die Wiese stellt und mähen möchte, haben wir hier den Modus zuerst Kante und dann mähen. Hier haben wir den Modus nur mähen. Und wie gesagt, Uhrzeit einstellen, alles ganz easy. Und wenn man dann da drauf drückt, auf ohne Rasenkante mähen, dann wird man ihn einfach so zum Starten bekommen. Wie gesagt, Panikkasse aus. Wenn man ihn jetzt hochhebt, wird er trotzdem das Piepen anfangen wegen Sicherheit, immer wieder ausschalten. Dann kann ich Ihnen noch zeigen, die Schnitthöheneinstellung. Hat man hier ein Tool rein, an der Seite zeigt es die Zentimeter an. Man kann zwischen 6 und 1,5 Zentimeter, ich glaube man kann nur bis 2 Zentimeter, kann man die Schnitthöhe einstellen, indem man da einfach da dreht. Und so hat man doch eine sehr einfache Schnitthöhenverstellung. Dann schalten wir ihn wieder an. Zum Installieren ist das ein sehr schönes Maß. Wir haben hier einmal das Maß, wenn eine Wand ist, dass er also wo Abstand halten muss zur Wand. Hier haben wir das Maß, wenn der Roboter mit seinem Kantenmähmodus auf der Kante mähen kann, dass also die Räder auch noch auf dem Rasen fahren und der Kantenmähmodus das Messer über die Kante drüber hinaus mähen kann. Dann haben wir hier diese 10 cm angezeigt. Das ist, wir können ja 10 cm Sperren legen, wo die 10 cm zum Abstand innerhalb der Sperre gewahrt werden müssen. Und das ist dann dieses Lineal, womit man relativ simpel und einfach installieren kann, den Draht. Wie die Installation im Einzelnen abzieht, das ist da drin erklärt. Da gibt es auch jedes Mal ein Video dazu, da brauche ich jetzt nicht speziell drauf eingehen. Als kleines Gimmick hat man ihnen sogar noch Handschuhe für die Installation bereitgestellt. Okay. Das war im weitesten Sinne.